willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bastelzeit TV. Petra, herzlich willkommen im Studio. Hallo Enke, freut mich, dass wir wieder zusammen malen dürfen. Ja, was dürfen wir heute malen? Heute wird's spannend. Gouache. Ja. Gouache. Gouache, selten. Eine Farbe, die nicht so wahnsinnig viele Maler benutzen, aber ich finde sie ganz spannend. Mhm. Ich sage immer, es ist ein Zwitter. Mhm. Also sie ist irgendwo flüssig, wie Acryl. Ja. Es ist trotzdem eine Art Wasserfarbe und man kann sie wieder anlösen. Und das ist das Besondere, eine wieder anlösbare Farbe. Und genau diesen Effekt werde ich heute ausnutzen. Positiv. Wunderbar, ja. So, zu den Materialien, liebe Enke. Natürlich ein Keilrahmen, auch Gouachefarbe kann man auf einem Keilrahmen malen. Geht aber auch auf Papier, ne? Es geht wunderbar auf Papier, also es sollte leicht saugend sein. Die Keilrahmen sind mit Halbkreidegrund kundiert, das heißt halbsaugend. Wunderbar. Gouachefarbe hält und wir können wunderbar drauf arbeiten. Ich habe ein paar Borstenpinsel dabei, ich brauche einfach einen groben, lockeren Strich. Ein paar feinere Pinsel dabei, also ein Taclon-Acryl-Haarpinsel. Sehr, sehr schöne. Sieht sehr schön aus. Ja, Pinsel. Macht auch wirklich Spaß zum Arbeiten mit diesen Pinseln. Dann haben wir hier Gouachefarben in den Tuben, also sprich flüssig. Mhm. Es gibt Gouache auch fest. Heute werden wir mit dem Flüssigen arbeiten. Dann unsere Abreißpalette. Du siehst, man kann sie für alles benutzen. Wunderbar. Perfekt, ja. Und hier oben ist noch eine kleine Schachtel mit verschiedenen Farben. Mal schauen, was wir davon brauchen und einsetzen. Darf ich noch etwas fragen? Gerne. Wie ist der Unterschied zwischen diesen? Ist es einfach nur die Größe oder ist es dann nochmal eine Konsistenzunterschied? Nein, in dem Fall ist es eine Abfüllung. Einmal mit 20 Milliliter und einmal 75. Wenn man startet mit der Malerei, reicht vielleicht erstmal so eine kleine. Ja. Und wenn man sich verliebt hat in die Gouachefarben, kauft man dann die Literflaschen. Wunderbar, wunderbar. Und ich sehe dort ein ganz wildes Pink und bin gespannt, was du daraus malst. Darfst dich drauf freuen. In dem Fall, bis gleich. Bis gleich. So, jetzt habe ich gerade zur Enke gesagt, Gouachefarbe, ganz spannend, wieder anlösbare Farbe. Und genau das werde ich jetzt im Hintergrund schon mal machen, um dann später das Motiv drauf zu malen. So, natürlich brauche ich erstmal Farben. Farbstimmung jetzt mal so in Rot-Orange-Tönen mit ein bisschen Braun drin, weil ich plane was ganz Spannendes. Enke, ich werde das Atelier zum Duften bringen heute. So. Bei der Gouache-Farbe müssen Sie beim Rausdrücken nicht zu sparsam sein, weil wenn sie antrocknet, Sie wissen ja, sie ist wieder anlösbar. Das heißt, man kann die getrocknete Farbe mit Wasser wieder aufnehmen und weiterarbeiten. So. Eine schöne Farbpalette. Caput Mortuum, ein sehr, sehr schöner Ton. Einen lichten Ocker. Wieder mein geliebtes Terra di Siena gebrannt. Ups. Schnelle Farbe. Dann hier noch ein fein Van Dyck Braun. Und für die Dunkelheiten ein bisschen Payne's Grey. Ganz wenig nur. So, die ganzen hellen Töne gebe ich später drauf. Brauche ich im Moment noch nicht. Gut. Dann einen Hintergrundpinsel und Gouache ist eine Wasserfarbe. Ist ganz vorteilhaft, wenn der Pinsel nicht zu trocken ist. Also ein ganz kleines bisschen anfeuchten, abtupfen und Spaß haben und loslegen. Immer wieder ein bisschen Wasser dazu holen. So. Man kann es schon ein bisschen sehen, wie die Farbe so runterläuft. Aber das sind ganz spannende Effekte. Man kann es vielleicht ein bisschen sehen. Wir haben sehr, sehr hochpigmentierte Gouachefarbe, sehr schöne Leuchtkraft. Das ist auch ganz toll. Wenn es trocken ist, hat es immer einfach noch richtig Farbpower, das Bild. Sie sehen schon, für was es gut ist, Borstenpinsel zu benutzen. Die kann man richtig quälen und rackern auf der Leinwand. Das halten die auch durch. Wenn man da so langsam dahin streicht, wird man ewig nicht fertig. Ne? So, ein bisschen Caput-Mortuum, ein bisschen Magenta dazugeben. Kurz die dunklen Farben aus dem Pinsel waschen. Und nochmal mit Helligkeit und schönen Cadmium-Orange-Mischungen im unteren Bereich. Sehr schön, wenn die Rottöne sich im unteren Bereich befinden. Rot gehört zu den warmen Farben und gibt dadurch auch ein bisschen Vordergrund, also Tiefe fürs Bild. So. Beim ersten Auftrag nicht zu viel Mühe geben. Es ist wunderbar, wenn sie leicht angetrocknet sind. Dann nochmal mit einem feuchten Pinsel darüber gehen und den endgültigen Hintergrund
für das Bild gestalten. So, auch wenn noch so ein paar freie Stellen sind, überhaupt kein Problem. Wie gesagt, es wird nochmal drüber gearbeitet. Liebe Enke, wenn du eine hohe Raumtemperatur hast, wie bei uns hier im Atelier, 5 bis 10 Minuten oder, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit dem Föhn ein bisschen nachhelfen, dann kannst du ganz schnell weiterarbeiten. So, unsere Untermalung ist jetzt getrocknet und ich habe ja schon gesagt, Gouachefarbe hat das Besondere, man kann sie wieder anlösen. Das heißt, um jetzt meinen Hintergrund schön zu gestalten, nehme ich einfach nur einen Pinsel, ein bisschen Wasser, löse sie wieder an und beim Anlösen komponiere ich diesen Hintergrund. So, leicht anfeuchten und einfach mit dem Pinsel über die bereits getrocknete Farbe drüber gehen. Und man kann es jetzt schon ganz gut sehen, diesen Unterschied. Im Glanz sieht man auch diese Feuchtigkeit. Immer wieder den Pinsel ausspülen zwischendurch, weil ich nehme ja auch Farbe auf beim Verblenden. So kann man zu dieser Technik sagen. So, alle verlaufenden Sachen, alle Flecken verschwinden jetzt. Es gibt ein ganz schönes, weiches Farbspiel. Weich deswegen, damit es einen Hintergrund gibt, in die Ferne rutscht und ich dann später mein Motiv, die Parfumflakons, liebe Enke, deswegen bringe ich das Atelier zum Duften. Es sind schöne gläserne Flakons geplant, die dann ganz arg im Vordergrund stehen und dieses weiche, rauchige nach hinten rutscht. Pinsel wieder auswaschen. Immer ein bisschen. Ja, Küchentücher sind nicht nur in der Küche gut, auch im Atelier. So. Die überflüssige Farbe immer rausnehmen aus dem Pinsel, sonst trage ich sie durch alle Flächen und bekomme keine Farbunterschiede mehr. Also ich glaube, das kann jeder gut nachmachen, das ist ganz einfach. So, bis alle Flächen in diesem Stadium sind, wie man das gern hat, arbeitet man dran. Nicht zu viel Wasser nehmen, sonst läuft es runter. Oder Sie arbeiten einfach auf den Tisch, dann passiert das nicht. Oh ja, das ist schön, jetzt kommen hier noch so Lichter rein. Man könnte jetzt durcharbeiten bis runter auf die Grundierung von dem Keilrahmen, falls man ganz, ganz viel Licht braucht. Und vielleicht zuvor zu viel Farbe aufgegeben. Auch da sind Korrekturen möglich, das mache ich jetzt auch hier. So, man braucht viel Küchentücher. Und jetzt hole ich die Lichter raus. Die Lichter brauche ich, damit ich dann diese Glasflaschen schön beleuchtet vom Hintergrund in meinem Bild als Effekt habe. So, jetzt nehme ich nochmal ein paar Tücher, frischen Pinsel. Und dann bin ich eigentlich so weit, dass man es kurz antrocknen lassen kann, um dann das Motiv drauf zu arbeiten. Oder wenn Sie möchten, arbeiten Sie direkt in die nasse Fläche rein, gibt vielleicht noch besondere Effekte. So, für den Boden unten, wo die Flaschen stehen, kann ich jetzt schon eine kleine Dunkelheit reingeben ins Bild. Ich habe mir frische Farben vorbereitet. Ist nicht so schlimm, wenn es ein bisschen steht. Die Gouachefarbe ist ja wieder anlösbar. Das heißt, die Palette trocknet mir auch nicht weg. Da hat man so den gleichen Vorteil wie beim Ölmalen. Die Farbe ist sehr, sehr lange zum Benutzen. So, das ist jetzt ein Payne's Grey. Das ist ein sehr dunkler Ton, aber kein Schwarz. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, wenn ich so ein bisschen ausstreiche. Es hat so einen schiefer Blauton ungefähr. Ganz, ganz schöne Farbe. Also Sie sehen schon, man kann die Farbe immer wieder miteinander mischen, Sachen wegnehmen. Ist ja auch nicht so, dass immer alles gleich auf Anhieb klappt, wenn man gleich